Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. So, ich habe heute wieder ein Commentary vorbereitet, ein sogenanntes Technik-Commentary. Was ist ein Technik-Commentary? Ich werde heute mal ein bisschen reden über Technik, aber auch ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, und zwar es ist die Zukunft. Und wer von euch hätte nicht gern die Möglichkeit, in die Zukunft zu reisen? Und zwar mit einer Zeitmaschine. Und das ist auch das Commentary, um was es heute geht, und zwar die Zeitmaschine. Lassen wir uns mal ein bisschen über... Lasst uns etwas über die Zeit diskutieren. Lasst uns über Zeit reden. Was ist eigentlich Zeit? Zeit ist etwas ganz, ganz Kompliziertes. Es ist etwas so Unglaubliches, dass ich es euch erzählen muss. Wenn wir jetzt zu unserer Sonne gucken würden, und diese Sonne, die uns ja Wärme, Energie spendet, plötzlich explodieren würde, dann würden wir auf der Erde die Sonne immer noch in ihrem ganz normalen Zustand sehen. Das heißt, wir sehen die Sonne, wie sie ganz normal scheint, obwohl die Sonne natürlich schon mit einer riesigen Explosion, einer Supernova explodiert ist. Das bedeutet nur eine Theorie: Zeit ist relativ. Genau. Und das kann man auch sehen, wenn wir jetzt mit einem Gewehr in den Himmel schießen, dann kommt der Knall natürlich erst ein paar Sekunden später an. Oder wenn eine Atombombe gezündet wird, dann sehen wir die Explosion, aber die Explosion, die war schon vor 4 Sekunden. So sieht das nämlich aus. Und man könnte doch eigentlich auch diese Sachen nutzen, um in die Zeit zu reisen. Oder in die Vergangenheit. Aber was ich mich natürlich immer gefragt habe, ist, wenn ich in die Vergangenheit reise, treffe ich dann auf mein Ich? Das heißt, ich als kleines Kind? Das ist hier die Frage. So, und was ist denn das hier? Mein Flugzeug bleibt stehen. Genau, das ist hier die Frage. Und das habe ich mich nämlich schon immer gefragt. Oder wenn ich jetzt meinen Vater töte in der Zukunft oder in der Vergangenheit, existiere ich gar nicht mehr. Das kann ja irgendwie nicht sein. Versteht ihr, was ich meine? Man kann ja nicht das wegmachen, was schon da ist. Oder es würde funktionieren und wir würden uns tatsächlich in Luft auflösen. Aber meine Theorie ist, wenn wir es tatsächlich schaffen, in die Vergangenheit zu reisen, dann werden wir in eine andere Welt katapultiert, also in eine andere Dimension. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Jahre zurückreise, von heute, von 2014, in das Jahr 2004, und mein Ich sehe und mein Ich dort töte und dann zurück in die Zukunft reise, dann bin ich nicht mehr da. Aber in einer anderen Welt bin ich immer noch da. Das heißt, es gibt unsere Welt nicht nur hier, sondern wahrscheinlich auch in verschiedenen Welten. Das heißt, uns gibt es tausendmal. Es ist sehr, sehr schwierig zu verstehen. Vielleicht verstehen es ein paar, was ich dazu meine. Es gibt ja den Film Back to the Future. Dort reisen Matty und ein verrückter Professor in die Zukunft und in die Vergangenheit. Und das alles mit einem DeLorean und das alles mit dem Antrieb eines Fluxkompensators, so heißt das, glaube ich, das 1,8 Gigawatt produziert an Strom. Und dort reisen die auf jeden Fall in die Zukunft mit enormer Geschwindigkeit. Enormer Geschwindigkeit. Und was auch sehr interessant ist, umso schneller ein Objekt sich bewegt, umso langsamer wird es. Ja, umso langsamer wird es. Ganz, ganz kompliziert zu verstehen. Aus dem Grund gehen wir mal rein. Es ist wieder so ein blöder Glitch in GTA 5 unterwegs, der Glitch, wo die Autos nicht mehr erscheinen auf der Straße. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Da ist kein Mensch mehr auf der Straße. Genau. Ich
Ich grübel immer wieder von dieser Zeitmaschine. Wie geil das doch wäre, in die Zeit zu reisen, Leute, oder? Dann würde ich wirklich so die Sportergebnisse mir klauen. Von früher, von 1980. Nein, warte mal. Ich würde in die Zukunft reisen. In das Jahr 2100 und würde dann die Sportergebnisse für die nächsten 100 Jahre herausfinden. Das wär's. Das wär's. Dann, weil dann wäre ich auf jeden Fall ein reicher Mann. Jetzt könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ist sowas eigentlich überhaupt möglich, in die Zeit zu reisen? Ihr könnt eure Theorien in die Kommentare schreiben. Könnt ihr gerne mal machen. Und ja, ich sage jetzt auf jeden Fall, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. Auf! Der PlayStation 3. Ciao. Nein, ich habe keine Munition mehr. Back to the future. Bleib stehen. Ich komme aus der Zukunft. Ich bin hier, um dein eigenes Ich zu töten. Bleib stehen. Bleib stehen! Bleib stehen, eigenes Ich! Guck mal, er haut ab. Ich komme aus der Zukunft. Okay, du willst es so wissen. Du willst es so wissen. Nun ja, das eigene Ich haut ab. Aber wir wollten ja noch einen Menschen töten hier in GTA. So, dann nehme ich mir mal diesen Geländewagen. Der ist sehr gut, weil er unglaublich guten Grip hat. Grip ist die sogenannte Bodenhaftung von einem Auto. Also gute Grip-Werte sind immer gut. Ihr seht schon, auf Sand ist das so gut wie auf der Straße. Aber wie schon gesagt, ich wollte ja noch einen töten und das machen wir jetzt auch. Aber diesmal stellen wir uns nicht so idiotenhaft an wie beim letzten Mal und lassen den einfach so laufen. Ist gar nicht mal so leicht. Diese Geisterstadt ist wirklich menschenleer. Ich hätte mich natürlich nicht von der Polizei fassen lassen sollen. Die haben mich ja einfach so. Die haben mich einfach verhaftet und dann haben die meine ganzen Waffen weggenommen. So. Jetzt hast du natürlich keine Chance. Das war Let's Play Together. GTA 5. Oder kein Quogetta. Quogetta bedeutet ja immer gemeinsam. Das war ein Commentary über Zeitreisen, über die Zukunft. Danke fürs Zuschauen. Haut rein.